Hi, ich bin Carina. Willkommen bei der Gründel Strickschule. Jetzt zeige ich euch, wie man das Halbpatent strickt. So, ich habe euch hier auch einmal das Halbpatentmuster ein paar Reihen gestrickt. Und das ist die Vorderseite des Musters. Also wirklich schön, wir haben auch eine gute Textur. Anders als beim Vollpatent sieht die Rückseite ein bisschen anders aus. Hier liegen die Maschen so ein bisschen breiter und nicht so charakteristisch, wie sonst immer die rechten Maschen zu sehen sind. Dementsprechend aber auch nicht weniger schön für einen Schal, weil so kann man natürlich, wenn man da einfach mal so einen kleinen Twist reinmacht, das auf beiden Seiten zeigen. Und somit auch zum Beispiel bei einem Snood, wenn man da auch nochmal so eine Verknotung reinbringt, ist es nochmal wirklich interessant, das von beiden Seiten zu zeigen. Und dann starten wir doch einfach mal, das gemeinsam zu stricken. Ich habe hier ein paar Maschen angeschlagen und in der ersten Reihe hier einen Knötchenrand gemacht und dann dabei die rechten und linken Maschen im Wechsel gestrickt. Um jetzt das Halbpatent zu starten, werde ich eine Vorbereitungsreihe stricken. Dazu erstmal eine Masche rechts, eine Randmasche. Und dann starten wir mit dem Aufbau des Halbpatentmusters. Dazu werden wir die linke Masche mit Umschlag abheben. Daher stechen wir von rechts nach links in die linke Masche ein, während wir den Faden vor der linken Nadel halten. Das heißt, ich komme mit meiner rechten Nadel von rechts nach links, gehe unter dem Faden durch und durch die linke Masche. Diese stricke ich jetzt nicht ab, sondern hebe sie auf meine rechte Nadel. Und jetzt habe ich hier sowohl den Umschlag als auch die linke Masche gemeinsam auf der rechten Nadel. Dann stricke ich die rechte Masche rechts ab und fahre so fort. Die linke Masche wird mit Umschlag abgehoben und die rechte Masche wird rechts gestrickt. Die linke Masche mit Umschlag abheben, genauso wie zum Linksstricken auch, ohne sie abzustricken, sondern lediglich abheben mit dem Faden vor der Arbeit. Und eine Randmasche. Bis jetzt ist noch nicht so viel zu erkennen, aber das ist ja ganz gewöhnlich beim Stricken, dass man da erstmal ein paar Reihen machen muss. Aber schauen wir uns jetzt nochmal an, was wir auf der nächsten Reihe haben. Und zwar haben wir hier einmal die Randmasche und ihr seht, hier ist die rechte Masche mit dem Umschlag, den wir eben mit der linken Masche abgehoben haben, zu sehen. Und das sind wirklich, wenn man es ein bisschen auseinanderzieht, sieht man wirklich diese Pärchen, bestehend aus der rechten Masche mit Umschlag und die linke Masche separat. Und jetzt werden wir die auch genauso abstricken. Und zwar, nachdem wir jetzt kurz eine Randmasche stricken, haben wir jetzt hier die rechte Masche mit dem Umschlag, den wir eben abgehoben haben. So, und die stricken wir jetzt beide gemeinsam, als würden wir zwei Maschen sozusagen zusammenstricken. Wir haben hier die rechte Masche mit dem Umschlag. Das heißt, wir gehen von links nach rechts durch beide Stränge und stricken das gemeinsam rechts ab. Und jetzt stricken wir die nächste Masche links. Dann stricken wir wieder beide Maschen gemeinsam zusammen, die rechte Masche mit Umschlag. In beide stechen wir von links nach rechts ein und stricken diese ab. Die nächste Masche wird links gestrickt und so führen wir bis zum Reihenende fort. So, und jetzt haben wir einmal die erste und die zweite Reihe gestrickt des Halbpatentmusters und ihr seht, jetzt haben wir hier wieder die linken Maschen, die alleine gestrickt werden, separat als linke Maschen und die rechte Masche mit Umschlag, die gemeinsam abgestrickt werden. Und so führt ihr das Muster einfach fort in der Hin- und Rückreihe und werdet dann genau dieses Muster erhalten, dass ihr auf eurer Vorderseite in den Hinreihen eben diese markante Muster habt des Halbpatents und auf der Rückseite sieht es dann so aus. So, und beim Halbpatent ist es genauso wie beim Vollpatent, dass ihr eben jeweils diese eine rechts erscheinende Masche als zwei Reihen zählt sozusagen. Das heißt, ihr habt hier unten eine Aufbaureihe gehabt, die zählt jetzt eine Reihe und danach geht es weiter mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Reihen nach oben und so weiter. Viel Spaß beim Halbpatent stricken!